Du bist deswegen schon mal ein bisschen besser als Mario jetzt. Obwohl Mario beim ersten Mal mich nicht so direkt weggeschmissen hat. Außer damals in dieser Schlucht, ne? Der weiß ja noch. Hallo meine lieben Leute, euer BlueXHumor wieder am Start und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Super Mario Maker. Nee, wir sind nicht bei Super Mario Maker, Entschuldigung, wir sind bei New Super Luigi U. Jawohl, da hat sich der Luigi gerade eben beschweren wollen, aber ich hab mich ja noch rechtzeitig korrigiert. Genau, und wir haben im letzten Part den guten Iggy besiegt und jetzt sind wir in den Karnesminen angekommen. Und ja, hier gibt es Roy, ne? Roy müsste hier sein. Oder war hier irgendwas anderes? Nee, doch, es gibt Roy hier und noch ein Bowser Jr. oder so. Genau. Und ja, wir werden es wahrscheinlich sowieso bald herausfinden. So, wir spielen jetzt das Tiefer Fall am Fuzzy-Felsen. Okay. Gibt's hier auch Yoshi? Ich glaube, in New Super Mario Bros. U gab's hier einen Yoshi. Aber ich glaube... Ja, ich schau mal. So, oh Gott. Oh, aber ein Mini-Pilz. Oh, okay. Jetzt springt Luigi noch viel höher. Okay, vielleicht ist sogar ganz am Anfang eine Starcoin da ganz da oben. Das will ich jetzt wissen, das will ich wissen. So. Weil der kann ja nicht umsonst so hoch springen. Beziehungsweise, okay, er kommt da nicht hoch. Alles klar, okay, gut. Dann gehen wir weiter. Haben wir zwar jetzt viel Zeit verloren, aber egal. So, und wir sind bei einer Berührung mit dem Gegner tot. Ich denke mal, dass wir das Level als Mini Luigi. Sorry, Luigi. Ich weiß auch nicht, warum ich gerade so oft Mario erwähne. Ich weiß es nicht. Der hat hier mit diesem Spiel absolut nichts zu tun. Genau. So, und ich denke, dass ich das einmal mit dem Mini-Pilz durchspielen muss. Und einmal normal. Und jo, hier muss ich ganz schnell durch. Beziehungsweise ich gehe hier erstmal in die Röhre. Genau, und dann kann ich ja wieder groß werden, denke ich. So, aber hier ist nichts. Das glaube ich schon fast gar nicht. So, und auch kein Powerblock oder so. Okay, und aber das kostet mich hier so richtig viel Zeit, das zu überprüfen, ne? Aber hier sind nur drei One-Ups, ne? Und nicht mal ein Pixel-Luigi. Nö, ja. Schade. Ne, ich dachte jetzt auch, dass das im Hintergrund vielleicht ein Luigi darstellen könnte, aber nö. Ist nicht der Fall. Na gut, vielleicht braucht man den Mini-Pilz auch noch so irgendwo. Aber auf jeden Fall geht mir jetzt die Zeit so langsam aus, ja. Das heißt, ich beeile mich mal. So. Und schau, ob man da irgendwo, ups, noch den Mini-Pilz braucht. Ja, hier wahrscheinlich nicht. Mal gucken. So, okay, nee, hier sind die drei Star-Coins. Okay, gut, dann mache ich jetzt das Level einfach nochmal als normale Mario. Sorry, Luigi, du bist da. Ach Gott, ich weiß nicht. Ich habe nicht mal eine Mario Maker-Aufnahme vorher gemacht. Das ist... sehr, sehr komisch, aber okay, gut. So, ich gehe hier jetzt nochmal rein und sammle jetzt die ganzen Star-Coins. Beziehungsweise ich erwähne Luigi gar nicht mehr, ich erwähne auch Mario nicht mehr. Ne, dann halte ich mich aus allem quasi raus, genau. So, aber jetzt will ich einen Pilz haben. Und nicht Mario, sondern Luigi. Was sollte das? Mann. So, jetzt haben wir wenigstens normale Sprungphysik wieder. Ohne diesen dummen Mini-Pilz. Wo habe ich den eigentlich gefunden? Keine Ahnung. Ist auch egal. Und, ach Gott. So. Die Star-Coin da oben, die will ich haben. Und das ist blöd, dass ich mich jetzt hab treffen lassen. Ja, aber ich kann die Fuzzys immerhin töten. Das ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Und da oben komme ich sogar noch raus. Okay, und ach, hallo Pixel-Luigi. Willkommen. Ich hoffe, dir geht's auch gut. So. Und ja, soll ich das Spielchen mitspielen? Ich denke schon, eventuell gibt es hier einen Eichelpilz, den ich brauchen könnte, ganz gut. So, und, ja, eine Feuerblume, eine Eisblume. Okay, heute verwechsel ich tatsächlich alles. Alles klar. So, und ja, mit der Eisblume können wir die kurz vereisen und dann können wir hier drauf, sehr gut. Und dann haben wir auch alle drei Starcoins, beziehungsweise da ist noch eine Starcoin, okay. So, jetzt bin ich mir nicht sicher, wie lange das hält. Ich hoffe, es hält lang genug. Sehr gut. Aber der Fuzzy war schon am Schmelzen. Genau, aber jetzt haben wir das Level auch gelöst. Sogar komplett. Sehr gut. Und dann können wir gleich weitermachen mit dem zweiten Level. Jawohl. Und dann kommt schon Bum-Bum. Huiuiui. Das geht wirklich flott. Ich bin nach wie vor immer noch beeindruckt, wie schnell es hier geht. In der Kehle des Stachelfisches. Okay. So, hier ist doch bestimmt was. Am Anfang, ich rieche es doch. Nee, okay. Dann eben nicht. Mann. Hier unten auch nicht. Schade. Ah, da oben vielleicht? Ja, doch, komm. Da oben muss was sein. Der Gegner ist doch nicht umsonst da. Tja, schade. Anscheinend schon. Okay, gut. Dann auf in die Röhre.
Auf zu den Star Coins. Jawohl. Und ach Gott. Diese Dinge kennt man eigentlich aus den Geisterhäusern. Aber oh Gott, dieser Stachelfisch. Dieser Kugelfisch. Eieiei. So, eine Eisblume brauche ich nicht nochmal. So, und das ist Star Coin. Oh, ich wette, die geht wieder weg. Oder? Nein, aber jetzt. Jetzt bräuchte ich die Eisblume. Das wäre jetzt ganz cool, aber ich krieg sie leider nicht mehr. Nee, ach Gott. Ja, wohl, vielleicht kriege ich sie jetzt. Okay, aber. Ob ich das jetzt schaffe und. Nee, wenn der Luigi nicht so springt, wie ich will, dann geht das natürlich nicht. So, aber ich krieg sie, ich krieg sie, ich krieg sie. Und ich krieg sogar einen Eichelpilz. Jawohl, und ich krieg ihn tatsächlich, aber. Ja, am Ende war es dann nur ein normaler Pilz. Schade. Aber egal, da ist die zweite Star Coin. So. Bloß immer schön aufpassen. So, und. Ja. Ich habe das Gefühl. Beziehungsweise, ich habe die zweite Star Coin verpasst, lol. Okay. Ja, die ist wahrscheinlich hier in der Wand oder so. Ja. Oder irgendwo. Ja. Ich suche das dann in einem Stream. Genau. Da werde ich alle übrigen Star Coins suchen. Und die Streams, die werde ich dann auch online lassen. Genau, weil die gehören ja dann auch irgendwie zu dem Spiel dazu. Genau, und so habe ich jetzt auch dieses Level gelöst. Dup, 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 dup. Jawohl. Und auf geht's jetzt zu Bum Bum. Der freut sich sicher schon auf meinen Besuch. Oder auch nicht. Obwohl, ja, solche Leute, die... Ja, die haben es vielleicht manchmal gern, wenn man sie verprügelt, ne? Ich weiß es nicht, da ich selber nie so war, aber... Ich denke schon, so ganz blöde Leute, die lassen sich schon ganz gerne verprügeln. Beziehungsweise, die finden das toll. Ach Gott. Okay. So, und da ist eine Starcoin gleich. Die will ich natürlich bekommen. Und am besten auch unverletzt. So. Okay. Perfekt. Und gibt's hier einen Mini-Pilz? Nö. Okay. Ich habe jetzt irgendwie mit einem Mini-Pilz gerechnet. Da war zumindest was in SMBU. Genau. So, und ach Gott. Ach Gott, ein One-Up. Okay. So, ich denke mal, hier sind auch nur Blöcke, jawohl. So, aber jetzt kann ich dann in die Röhren rein. Und ich denke, ich muss auch in die Röhren rein. Okay. So, die Frage ist nur, wie. Vor allem, da kommen ja immer solche Sachen raus. Ja, ich lasse mich einfach treffen, genau. So. Okay. Die Frage ist jetzt, ist in beiden Röhren irgendwas oder nur in einer? Ich glaube, ich komme jetzt wieder auf der anderen Seite raus, ja. Und da war der Luigi. Genau. In der Wand versteckt. So, und ja, in der Tat. Ich brauche nur eine Seite und ich denke mal, hier ist das Gleiche. Oh ja, was kommt da runter? Was kommt da runter? Oh Gott, solche Dinger. So. Und ich wette, in der Röhre ist der offizielle Weg und ich muss eigentlich nach oben. Oder? Ich weiß es nicht in dem Fall. Ja, ich gehe mal hier rein. Das fühlt sich so richtig an. Und ja, hier ist tatsächlich die dritte Starcoin. Okay. Sehr gut. Und hier oben, warum ist der Block da? Da sind noch mehr Blöcke. Okay. Ein Secret Exit? Nee, gibt's hier nicht. Aber ich komme nicht mehr runter. Lol. Da ist doch was. Da ist doch was versteckt. Nö. Hallo, ich will hier runter. So, okay, gut. Keine Ahnung, was da jetzt war. Gut, aber ich gehe jetzt schnell zu Bum Bum. Ich hoffe, ich krieg dann die 100 Sekunden. Die wären doch ganz nett. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man die in dem Castle bekommt, aber ich hoffe es. Und warum suche ich eigentlich noch ein Power-Up? Ich brauche doch gegen den Bum Bum keins. Aber egal, wir kriegen die 100 Sekunden. Sehr gut. 110 Hammer. Und ja, der Kamek. Der macht den Bum Bum wieder ein kleines bisschen stärker, aber er ist trotzdem noch schwach. Jawohl. So. Und er wird... Er kriegt Flügel. Oh, okay. Ja, gut für Bum Bum. Und, ach Gott. Der erinnert mich jetzt so richtig an einen Gegner aus Super Mario Land. Und ich treffe ihn irgendwie nicht. So, aber jetzt habe ich ihn raus. Jetzt habe ich ihn raus und jetzt kannst du auch nichts mehr machen. Und, oh Gott, ich wollte ihn gleich nochmal töten, aber das geht dann doch auch nicht. Nee, weil der geht so schnell nach oben. Ja, so, aber jetzt hat Nummer 3. Und ja, das war doch nichts. Aber solche Flügel, die hätte ich auch ganz gerne mal. Ne? Zumindest träume ich manchmal davon, dass ich fliegen kann. Was sehr, sehr komisch ist, aber ich kann... nicht wirklich durchfliegen, sondern immer nur so ein Stück. Aber selbst wenn ich so ein Stück fliegen könnte, das wäre ultra cool. Aber, tja. Realität und Räume, das ist doch ein großer Gegensatz. Genau. Und ich kümmere mich mal um dieses Level hier. Spikes, Spießrutenlauf. Okay.
Und ich schau mal am Anfang. Ja, nee. Da ist die erste Starcoin. Okay. So, auf dem Spike und natürlich lasse ich mich treffen. So. Und Pilze kriege ich. Okay, sehr gut. Und da ist, denke ich, nix. Und da ist, denke ich, auch nix. Nö, okay. So, dann machen wir ein paar Walljumps und skillen ein bisschen rum. Und da unten waren zerbrechliche Blöcke. Ich glaube, das ist eine Starcoin. Shit. So, aber ich will auch dieses Power-Up ganz gerne haben. So, und eine Feuerblume kriege ich. Super. Aber ich will trotzdem nochmal nach unten gucken. Denn da war etwas. So, die Zeit habe ich hoffentlich auch. So, und da stampfen wir mal rein. Ja, da ist tatsächlich was. Und tatsächlich die zweite Starcoin. Sehr, sehr gut. Jetzt will ich nur noch nach oben. Aber ich komme nicht nach oben. Vielleicht mit einem Triple Jump? Ja, oder ich warte halt, bis das Teil wieder runterkommt, ja. Muss ich ja schon fast, leider. So, das hat mich jetzt enorm Zeit gekostet. Und ich muss nicht warten, bis es wieder nach oben fährt. Okay, sehr gut. So, scheiße. Mann, ihr blöden Spikes. Geht doch alle sterben. So. So, okay. Okay, okay. Da bei dem einen Spike ist doch was. Oder auch nicht. Okay, gut. Dann ist eben hier die Starcoin. Sehr gut. Alles schön auf dem Weg. So mag ich es am liebsten. Wenn alles schön sichtbar ist. Sehr gut. Und den töten wir und erreichen das One-Up. Sehr gut. Ja, auch das war wieder ein cooles Level. Also ich kann mich echt nicht über die Level beschweren. Allerdings sind wir halt wirklich super schnell durch. Aber auch das ist nicht schlimm. Genau, denn das ist ja auch nur ein Zusatzinhalt. Ne? Genau. Und oh, da ist der blaue Baby Yoshi wieder. Oh je, oh je. Ich ahne schon Schlimmes. Aber erst das Licht am Ende des Turmes. Genau. Und dann schauen wir mal. Das Level hätte ich gerne mit dem blauen Baby Yoshi gespielt, aber... Tja, ich habe kurz nachgedacht und habe gesehen, dass es nicht möglich ist. Schade. So, und ach, 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 das ist Scrolling. Oh nee. Ja, sagt mir das doch jemand, dass es Scrolling ist. Meine Güte, meine Güte. So, okay. Dann gehen wir mal nach oben. Und rechts war die erste Starcoin. Warum? Ah, jetzt hat. Okay, sehr gut. So, Starcoin und Nummer 1. Sehr gut. Und, oh Gott, ich hasse diese Feuerblumen. So, eine P-Switch sollten wir mal aktivieren. Aber, bringt ihr mir was? Keine Ahnung. So, scheiße. Mit diese Koopas. Sterbt alle. Sehr gut. Und, ja, die Pflanze auch. Sehr gut. Und, oh Gott, was willst du denn hier? Und natürlich ist die Starcoin auf der anderen Seite, natürlich. So, aber mit Walljumps geht das ganz gut. Und ich krieg einen Pilz. Sehr gut. Okay, okay. Ich krieg keinen Pilz. Alles klar. So. Aber ich hoffe, ich sterbe auch hier nicht. Aber die dritte Starcoin ist sicherlich auch wieder ein bisschen fies versteckt. Beziehungsweise da in der Röhre. So. Oder, nee, die Starcoin ist da links. Ah, da komme ich nicht hin. Ohne Power-Up. Ohne Feuerblume vor allem. Schade, schade, schade. Aber auch hier weiß ich, wo die Starcoin ist. Und das ist doch schon ganz gut. Und dann gehen wir auch hier schön ins Ziel. Und, oh, ich freue mich jetzt auf den Baby Yoshi. Beziehungsweise, ja, ich habe ihn ja mit Luigi sehr schnell versenkt, ne? Genau. Mal gucken, wie er auf mich reagiert. So, und dann holen wir ihn. Ja, hallo. Weißt du, ich habe mich hier den ganzen Weg durchgeschlagen, bis hier in ein Ende bis ans Ende der Karnesminen. Hast du das nicht schon mal gesagt? Ja, aber ich sag das jetzt auch zu dir. Und wehe, wehe, du schmeißt mich jetzt wieder irgendwo rein, in irgendeine Lücke. Das ist echt gemein dann. Ja, mal schauen. Ich kann ja nichts dafür, wenn da irgendwas passiert. Palette der Piranha-Pflanzen. Wehe, du schmeißt mich weg. Ja, setz mich nicht unter Druck. Ich bin ein Jugendlicher. Nee, das hast du schon vergessen. Ich bin kein Baby, sondern ein Jugendlicher. Ja, und dann schüttel ich dich mal. Dafür bin ich bekannt. Jawohl. Und die erste Starcoin ist hier. Nee, der Mario, der hat alle 3 Starcoins mit mir damals verpasst. Ja, der war ultra schlecht. So, aber immerhin hast du jetzt die erste Starcoin. Das ist schon mal deutlich besser. Sehr gut. Und die zweite Starcoin, wo ist die? Vielleicht hier in der Mitte. Ja, du bist sehr gut. Sehr, sehr gut. Und jetzt noch die dritte und dann bin ich zufrieden mit dir. So, ja, mal schauen, ob ich die dritte auch noch finde. So, schüttel mich. Und du kriegst hier 2 Power-Ups. Okay. Ja, gut, dass du dich für den Eichelpilz entschieden hast, weil den brauchst du hier.
Beziehungsweise du brauchst eigentlich mich. Denn ich kann die einblasen. Einblasen? Das ist ein neues Wort von mir. Einblasen. Na, eigentlich ist das nicht wirklich neu. Es gibt ja das Wort einspritzen und ich glaube, man kann das Wort einblasen auch noch benutzen. Ich bin mir jetzt aber nicht 100% sicher. Ja, du bist ja nie sicher. Aber du hast mich immerhin hier durchgebracht durch dieses Level und du bist deswegen schon mal ein bisschen besser als Mario jetzt. Obwohl Mario beim ersten Mal mich nicht so direkt weggeschmissen hat. Außer damals in dieser Schlucht, ne? Der weiß ja noch. Und da oben ist doch was. Oder? Oder komm! Oh, nein! Baby Yoshi! Nein! Ja, ich erinnere mich. So. Und jetzt geht's weiter. Und... Aber den Secret Exit hier, den hast du auch nicht gesehen. Nee, den habe ich leider nicht gesehen. Dann gehen wir mal auf in die Burg. Beziehungsweise ich bleib draußen und warte. Ich halte die Stellung. Okay. Unter Strom! Oh Gott! Ja, wir sind unter Strom. Ach, scheiße. So, dann hole ich mir den Block noch. Und natürlich ist da nichts Verwertbares drin. Natürlich. So, und ich denke, die Starcoins sind auch wieder so in den Wänden versteckt. 100 pro. Oder auch nicht. Das wäre zumindest cool. So, die kriege ich so. Jawohl. Und das war die erste. Sehr, sehr gut. So, weiter. Und dann hier noch eine Eisblume. Okay. Also damit ist man sehr großzügig mit den Eisblöcken. Wobei der mich jetzt hier ein bisschen blockiert. Ja, ich hole mir nochmal die Eisblume. So viel Zeit muss sein. So, und ich, ja, lass mich tausendmal treffen, natürlich. So, weiter geht's, Luigi. Und jetzt mach's bitte richtig. Jawohl, so ist gut. Aber ich wette, die Eisblume, die hätte ich noch irgendwo gebraucht. 100 pro uns. Ach, scheiße, auf die kann ich ja nicht drauf. Shit. Verdammt. Oh Gott, Gott. Weiter, einfach nur weiter. Und da ist ein Starcoin, natürlich. Aber die kriege ich nicht so leicht, lol. Nee, die kriege ich ja überhaupt nicht leicht. Und das war die dritte? Ne, die dritte ist da oben. Denke ich mal. Ja, mit unsichtbaren Blöcken kriege ich die auch. Okay, so. Die will ich jetzt zumindest noch haben. Aber auf diesen Sumo Bro habe ich ehrlich gesagt keinen Bock. Aber ich habe zumindest meinen Schutzschirm. So, aber auch hier. Ach, die kann ich so töten. Ah, ich habe es vergessen. Und ganz oben an der Spitze war der Pixel Luigi. Okay. Auch hier weiß ich, wo die zweite Starcoin ist. Sehr gut. Und jetzt besiegen wir den Boss, der nicht Bum Bum ist, sondern... Ach ja, ich erinnere mich, das war dieser fette Sumo Bro. Okay, gut. Dann komm noch her und zeig, was du kannst. Vielleicht sterbe ich ja sogar. Dann kann ich mir natürlich die zweite Starcoin direkt holen. Aber mal gucken. So, ich mache hoffentlich kurzen Prozess. Nee, natürlich nicht. Natürlich mache ich keinen kurzen Prozess. So. Okay. Ach komm, und der Luigi springt hier nicht gescheit. So, aber jetzt. Ja, komm, geh doch nicht nach oben. Nee, der macht diesen Notenblocksprung nicht. So, und jetzt natürlich wieder auf die falsche Seite. So, stampf und dann komm nach rechts, bitte. Und, oh Gott. So, und er macht es zweimal. Okay, aber jetzt. Ja, jetzt habe ich ihn noch. Und, hallo. So, kann ihn endlich schlagen. So, aber zwei Leben hat er noch. So, aber ich ziehe ihm gleich das zweite ab. Sehr gut. Und auf welche Seite hüpft er jetzt? Ich denke, jetzt hüpft er hier hin. Ja, und jetzt hüpft. Zerstöre ich ihn so. Jawohl. Das war doch eine gute Massage für den guten Sumo-Bro. Jawohl, mit Happy End mal wieder. Genau. Er ist explodiert vor Freude. So. Und... auch hier? Beziehungsweise, nee. Oder warte, ist hier der Secret Exit? Ja, es kann auch sein, dass hier der Secret Exit ist. Ja, das kann man nicht wissen. Ja. Ja, doch. Nee, ich glaube hier... hier ist Secret Exit und für den Schalter, den ich brauche, um hier dann weiterzukommen, genau. Und hier ist auch ein Secret Exit. Ach Gott. Überall diese Secret Exits. Aber die werde ich alle im Stream freischalten. Genau, und die Geheimlevel, die werde ich dann, denke ich, nochmal in ein oder zwei Extra-Parts machen. Wahrscheinlich eher einen. Und jetzt sind wir im Schiebewand-Labyrinth. Und das klingt ja schon so, als ob in der Wand irgendwas versteckt ist. Okay. Gucken wir mal. So, wir haben auf jeden Fall die Yoshi-Geräusche. So, kannst du den fressen? Ja. Okay. Sehr gut. Oh, nein, nein, die Beschleunigung. Ja, die Beschleunigung. Ich habe jetzt damit echt nicht gerechnet. Ich dachte, ich hätte jetzt mit dem MP-Switch-Run gehabt, aber nö. Ja, fuck ich aber, dass ich tot bin. Ja, das tut mir leid. Aber ich lebe ja weiter irgendwie. Ich habe ja auch so viele Leben wie du.
Genau, ja. Schön. Vielleicht werden wir uns irgendwann wiedersehen. Das wäre auf jeden Fall schön. Okay, da ist die erste Starcoin. Und die Frage ist, ob das wirklich die erste ist. Und wie komme ich da hin, verdammt nochmal? Hä? Okay. Ja, mit einem Dreiersprung, aber den Dreiersprung kann ich hier nicht wirklich ausführen. Oder ja, wenn ich groß bin, dann bin ich einen Block höher und dann müsste ich auch weiterkommen. Oder gibt es einen Trick? Nee, okay, den Trick, den gibt's, der geht hier nicht. Nicht in diesem Spiel. Beziehungsweise, ach, jetzt komme ich hier hoch. Okay, sehr gut. Ich glaube, das wäre auch gegangen, wenn ich groß gewesen wäre, ne? Aber egal. So, werde ich jetzt groß? Jawohl, sehr gut. Und welchen aktiviere ich zuerst? Ja, ich muss, glaube ich, nach unten. Genau, und dann da hoch. Okay, und dann hier. Den aktivieren, jawohl. Okay. So, und das aktivieren wir noch nicht. Brauchen wir den Koopa irgendwo? Wahrscheinlich. Und, ach, scheiße. Ich war jetzt im Mario Maker. Verdammt. Ach Gott. Und, ach nein, da ist die Starcoin. Scheiße, ich hätte den nicht aktivieren dürfen. Verdammt, wie gemein. Wie gemein. Und ich denke mal auch hier darf ich nicht unbedingt alles aktivieren. Beziehungsweise, wie komme ich an die Coin ran? Naja, okay, das geht so lang. Sehr gut. Und kann ich auf dir spinnen? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ach Gott. Okay. Ja, da hätte ich nur diesen Block aktivieren müssen. Okay, alles klar. Sehr schön. Dann wäre ich da auch durchgekommen. Ah, das ärgert mich. Das ärgert mich, aber das kann man halt beim ersten Mal spielen nicht wissen. Und was? Zeit abgelaufen? Okay, okay. Jetzt habe ich zu lange getrödelt. Wir sehen uns gleich wieder. So, den aktivieren wir jetzt nicht. Und du stirbst mal so. Genau. Bitte ohne mich. Jawohl. Sehr gut. Und, ach Gott, das ist noch so ein blöder Feuerbruder. Okay, aber den kriege ich jetzt sehr gut. So, und hier machen wir nur das auf. Und dann haben wir auch dieses Starcoin hier. Jawohl. Und jetzt läuft auch, denke ich mal, nicht nochmal die Zeit aus. Das wäre zumindest etwas blöd. Aber ja, wir haben jetzt noch mehr als genug Zeit. Jawohl. Und ins Ziel. Ja, ein bisschen unästhetisch, aber egal. Das passt dann so. Und jo, ich würde sagen, im nächsten Part gibt es dann sofort den Kampf gegen Roy. Und jo, ich bedanke mich fürs Zusehen. Danke für Daumen hoch, danke für Kommis. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann, euer Blöx2 und ciao!